Es hat immer wieder Diskussionen gegeben, ob man eine Gebietsreform, eine Funktionalreform oder sonstiges durchführt. Das waren ja Themen schon in den 70er Jahren, dann in den 90er Jahren wieder. Um solche Themen geht es heute überhaupt nicht mehr. Nur ich glaube, wenn wir im Kreis Segeberg mit den 95 Gemeinden und rund 280.000 Menschen uns die Situation anschauen, dann glaube ich nicht, dass wir die Zukunftsaufgaben in jeder Gemeinde eigenständig für sich selber lösen können. Und von daher ist es Aufgabe der WKS, ist es Aufgabe des Kreises als verbindendes Glied zu sagen, können nicht bestimmte Räume, bestimmte Regionen miteinander arbeiten, um gemeinsam die eigenen Ziele auch zu realisieren. Wir müssen erkennen, es gibt einen grundsätzlichen Wandel auch in unserem gesellschaftlichen Miteinander. Nicht gerade erst nur durch Corona, aber verstärkt dadurch ist das Thema Arbeiten von zu Hause aus ein völlig neuer Begriff. Das Thema Flächen, Potenziale, Flächenbedarfe ist ein großes Thema. Die Frage der Erreichbarkeit, der digitalen Erreichbarkeit, die Frage von leistungsfähigen Netzen ist heute einer der Standortfaktoren überhaupt für Unternehmensansiedlung, aber auch für die Ansiedlung von Menschen. Und insofern ist die Frage, wird jeder Ort in unserem Kreis für sich alleine die Zukunft lösen können oder ist es hilfreich, dass man das mit anderen, mit Nachbargemeinden gemeinsam macht, ohne die eigene Identität, ohne das eigene Profil aufzugeben. Und das ist der Ansatz, den wir als WKS betreiben wollen. Wir haben unterschiedlichste Wirtschaftsräume um Bad Segeberg, Trappenkamp bis rauf nach Bornhöved oder an der A7, das Nordgate. Aber es geht nicht nur darum, einzelne Orte zu betrachten, sondern Räume. Und diese zu motivieren, gemeinsam ihre Aufgaben zu lösen und vor allen Dingen Ziele zu formulieren. Wenn ich dran denke, mal das iPhone betrachtet, hätten wir vor 20 Jahren uns vorstellen können, dass mal das Smartphone eines der wichtigsten Kommunikationsgeräte und zwar nicht nur zum Telefonieren ist, das wäre unvorstellbar gewesen. Und wenn wir heute über Zukunft sprechen, dann müssen wir bereit sein, Zukunft auch zu verstehen, dass es da Dinge gibt, die wir heute überhaupt noch nicht erkennen können. Aber wir müssen für unsere Stadt, für unsere Gemeinde ein Ziel definieren, wie wollen wir in 20 Jahren miteinander leben. Und es gibt ja dann immer wieder die berühmte deutsche Frage, wenn Sie so eine Formulierung bringen, was soll es denn kosten und wie willst du das denn machen? John F. Kennedy hat mal im Mai 61 gesagt, wir wollen jemanden zum Mond schicken und ihn auch heile wieder zurückbringen. Und wir wissen dann alle, 69, Neil Armstrong, Apollo 11 und die Landung auf dem Mond, es hat funktioniert. Wenn Sie diesen John F. Kennedy im Mai 61 gefragt hätten, und wie willst du das denn machen, dann hätte er einfach gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe ein Ziel und dann werde ich Fachleute finden, die mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte, dass sich die Gemeinden in unserem Kreis Ziele geben, Ziele formulieren. Was möchten sie für ihre Unternehmen, was möchten sie für ihre Menschen, was möchten sie für ihre Gemeinde erreichen? Überlegen, ob man das alleine oder mit anderen lösen kann und sich dann auf den Weg machen. Und dann auch bereit sein, mit Fachleuten Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, wissend, dass es auf dem Weg zu diesem Ziel viele Bausteine gibt, die einem helfen, die einem völliges Umdenken erforderlich machen. Aber bereit sein, neu zu denken, in neuen Räumen zu denken. Und ich glaube, dann wird auch der Kreis, der ja eine wahnsinnige Lagegunst vor den Toren Hamburgs hat, eine riesige Zukunft bekommen haben. Denn es geht neben der Lagegunst um die Standortfaktoren und die kann ich individuell gestalten und daran wollen wir als WKS, als Kreis mitarbeiten. Naja, es geht im Grunde nicht mit der WKS nur zusammenzuarbeiten. Die WKS ist im Grunde nur ein Katalysator, eine Organisation, die wir als Kreis haben, um Gemeinden zusammenzuführen. Das Leben findet in den 95 Gemeinden statt. Und eigentlich geht es darum, auf diese Gemeinden zuzugehen und sagen, Leute, wollen wir uns nicht gemeinsam mal an einen Tisch setzen, mit größeren, mit kleineren, ein Ziel zu formulieren und diesen Raum gemeinschaftlich zu entwickeln, dass jeder als gleichberechtigter Partner eben in diesem Raum auch seine Zukunft findet.
Also ich bin in verschiedensten Gemeinden persönlich schon eingeladen gewesen, um eben über das Thema Zukunft, wie leben wir in Zukunft, uns Gedanken zu machen. Ich glaube, jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister und auch jede Gemeindevertretung beschäftigt sich natürlich mit der Frage, ja, was wird aus unserer Gemeinde, aus unserer Stadt in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Ich sag mal, was in 10 Jahren passiert, das ist heute schon vielfach in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen festgelegt. Aber wie wird das Leben in 30 Jahren aussehen? Gibt es dann überhaupt noch den Ort? Wir haben immer weniger Einkaufsmöglichkeiten, wir haben Versorgungsprobleme, wir haben medizinische Versorgungsprobleme. Also worauf müssen wir uns eigentlich einlassen? Und da wird natürlich die Frage sein, können wir das eigentlich noch alleine lösen? Abwarten und gucken, was da kommt, ist eine Lösung. Aber ich glaube, ein verantwortungsvoller Politiker, eine verantwortungsvolle Politikerin werden sich Gedanken machen, wie kann ich diese steuern? Und eben alleine in meinem Ort etwas auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und das haben auch alle in den Gesprächen, die ich geführt habe, erkannt. Und insofern geht es unter gleichberechtigtem Miteinander von Großen und Kleinen, aber die gemeinsame Lagegunst vor den Toren Hamburgs zu nutzen. Es werden ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger, das konnten wir momentan alltäglich lesen, aus Hamburg rausgehen ins nördliche Umland und das Thema Arbeiten von zu Hause aus nutzen. Das sind Kostenfragen, es sind Fragen der technischen Infrastruktur, aber Hamburg wird ganz viele Menschen verlieren. So, und da wäre es doch ideal, wenn wir als Kreis Segeberg es schaffen, die in unserem Kreis aufzunehmen. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.